So, hallo Leute. Wir sind heute unterwegs in Flims-Laax. Super Wetter, wie immer, wenn ich unterwegs bin. Und wir sind jetzt da auf dem Weg zum Vorabgletscher. Und werden es da heute mal wieder so richtig krachen lassen. Ich bin heute unterwegs mit dem Rolf und dem Matthias. Ich zeige euch die zwei Verbrecher jetzt gerade mal, damit ihr euch auf die Gesichter einstellen könnt. Matthias. Servus. Und da haben wir den Rolf. Hallo. Bitte nicht verwechseln mit Ralf. Also da legen wir beide extrem Wert drauf. Evolutionsstufe. Ist es so? Ja. Sag du mal Hallo zu den Leuten. Hallo. Wie geht's denn so? Ihr seht, das wird heute ziemlich stressig. Wir werden das schon hinkriegen, ja? Wir zeigen euch nachher so ein bisschen die Gegend hier und ich melde mich dann wieder. Bis dann. Ciao. So Leute, wir nehmen euch jetzt mal mit hier auf dem Hang hier, wunderbarer Carvinghang. Und die zwei zeigen euch jetzt mal, was so alles drauf war. Wir haben uns jetzt den Kaffee Lutz verdient. Bis nachher. Und dann zeige ich euch auch noch den Kaffee Lutz. Bis dann. Ciao. So Leute, es geht schon los hier. Jetzt fangen sie auch noch an zu schwächeln. Jetzt wollen sie keinen Kaffee Lutz trinken hier. Also sowas ist mir ja, noch nie passiert. Genug gesagt, wir nehmen jetzt zuerst noch einen anderen. Jammern mir auf dem Sessel die Ohren voll. Ja. Dass sie jetzt endlich was zu trinken überbekommen und dann, ja, kein Kaffee Lutz. Das ist immer noch nicht abgegeben. Aber, ihr könnt das auch gerne auf YouTube kommentieren und mal sehen, ob sie sich dann wenigstens anfangen zu schämen. Bis dann. Du bist jetzt wieder um ein Fingerle dort. Jetzt? Wahnsinn. Sag, was du zu sagen hast. Eben, wir würden da gerne noch festhalten, dass wir jetzt gleich auch einen Lutz genommen haben. Der Ralf als Deutsche war halt wieder ein bisschen voreilig gewesen. Aber trotzdem würde ich sagen, Prost miteinander. Zum Wohl. Halt, halt.
Moment. Also der Zucker. Der Zucker muss vollständig aufgelöst werden. Das ist Entschuldigung, wo ist das Problem? Also ich muss Matthias recht geben, ich war natürlich wieder zu voreilig. Die Jungs, die haben jetzt dann also eben doch einen Lutz genommen. Und ja, jetzt versuchen wir den mal gemeinsam. Hast Anstoß, tut mir auch mit dem Löffel. Zu trinken. Wenn du jetzt im letzten Film prahlt hast, du wüsstest wie, und dabei ist gar nicht gewusst. Zum Wohl. Prost. Zum Wohl. Prost. Zum Wohl. Löffel bleibt drin. Oder fortrühren. Das ist ja der klassische Kaffee-Lutz-Grip. Ja. Tun wir da oben. Ja. Kann man trinken. Ist noch ein bisschen seicht für heute Morgen, aber wahrscheinlich hat er nicht zu viel Neid getan, weil es ja noch. Die Sonne ist gerade aufgegangen. Ist gerade hell geworden jetzt. Riesig, siehst du, auf dem wir einen Film sowieso nicht und genau keine Sonne. Sonne. Hey, ihr merkt, es ist einfach, ist nicht einfach heute, oder? Aber. Oh, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Achtung. Danke. Dann haben wir hier ein Sahnehäubchen. Das ist Rhabarber, Nuss und das ist Zimt. Let's get ready to rumble. So, jetzt bringe ich mal die Jungs hier. Du bist nicht allein. Sie hätte mich ja gern fallen sehen. Gut. Leute, ich zeige euch mal hier, wie wir hier anstehen müssen. Hey, das ist ja wahnsinnig schön, das ist ja fast eine Stunde. Ja. Aber ich hoffe, dass wir das Alter, ja, es sind immer welche, die da vordringen. Das war ein Scherz. Ich muss das hier immer dazu sagen. Das ist schon gefährlich. Ja. Und wir drücken uns jetzt hier Eltler, Herrn Lee, rein. Das sind Matrone, oder? Eltler, Matrone. Hier steht Hörnli, eben mit Äpfelmus. Und ich zeige euch das nachher mal, wie das aussieht. Okay, bis dann. Bis dann, mag man Äpfelmus. Ja, das Äpfelmus, das muss man ja nicht machen. Gut, ihr seid drauf, Jungs. Letzte Worte. Durst. Ich hab Durst, ich hab Durst. Nein, ist ganz geil. Und ich sage euch, die Jungs, den Schal.
den ihr da gerade eben im Gesicht raushängen habt, sehe, das ist die Zunge. Ja. Aber sie können es noch gut kaschieren. Jemand noch was sagen? Nein. Tschüss, Dagli. Schön war, ja. Hat uns wirklich gut gefallen. Das sagen sie jetzt nur, weil jemand Fremdes drin sitzt. In der Gurte. Sonst hätten sie mich niedergemacht. Aber eben mit den Jungs kann man Pferd stehen. Nur es hat halt keine gehabt. Ja, wir hauen uns jetzt da nochmal den Berg runter und wir werden dann eben, letztes Jahr habe ich hier eine super Mittelstation entdeckt. Ich überlege die ganze Zeit, wie sie heißen. Casey, Lisi, Lisi, irgend so, Lisi. Ja. Lisi? Kann auch sein. Das ist ein Hübschen. Und die hat einen super Zwetschgenütz da unten. Den werden wir jetzt noch testen. Bis dann. Leute, ich vernehme schon wieder ein leichtes Winseln. Ja. Das hatte ich gerade eben vorgeschlagen, wir gehen noch ein Bier trinken, aber... Es war nicht ein Nein. Es ist nur eine Vorsichtsmassnahme. Da ist der Alf, man muss heimbringen, oder? Ich trinke ja sowieso keinen Alkohol, wenn ich Auto fahre. Ja, ich komme noch. Ich nehme Zeit. Ah, ich habe ihn nur genommen. Wir hoffen, dass wir den Rollfahrer noch irgendwie da wieder runterbringen hier. Ja? Aber ich glaube, es ist nicht so schlimm. Hier bei der Ursi. Wo ist sie? Da hinten. Was passiert da da? Die Bauklötze sind klasse, oder? Und mir und wie immer alles in YouTube. Bis dann, ciao. Will jemand noch was sagen?